drive the Los Santos streets. It's a miracle. Und damit herzlich willkommen bei einem neuen Part. Let's get a Platin. GTA 5 GTA 5. Ja, also, warum ich mich hab nicht mehr so lang blicken lassen, das hat den einfachen Grund, da ich auch nicht mehr so viel Zeit hatte. Aber die habe ich jetzt wieder. Und deswegen, ja, hier ist schon die erste Fanmail. Nein, Spaß. Deswegen, bin ich mal wieder dran an einem GTA-Part. Und ich habe sie auch schon in meinem Assassin's Creed-Video erwähnt, also meinem Nebenprojekt. Und zwar habe ich jetzt einfach eben in letzter Zeit nicht mehr so viel Zeit gefunden für das Game, auch generell für meine Projekte. Aber jetzt habe ich auch abends wieder schön gemütlich Zeit, mich nach dem Studium schön mich hinzusetzen und mich ein bisschen um meinen Kanal zu kümmern. Und zwar, wie gesagt, ich habe es auch schon mal im anderen Projekt erwähnt. Ich werde es ja auch nochmal erwähnen für die Leute, die es nicht interessiert, das andere Projekt. Ich habe jetzt vorgehabt, auch eine Indie-Ecke einzuführen. Also das heißt, so Underdog-Spiele. Die werde ich mal, habe ich mal irgendwie voll Bock drauf. Und deswegen spiele ich die jetzt auch mal. Und zwar werden das, da werde ich halt spontan entscheiden, ob das Let's Get a Platins werden, weil ich, Indie-Games sind halt so meistens so eine Spielgenre, die so mehr so Underdogs sind und mit meinem Dings packt hier jetzt wieder meinen Controller. Das ist irgendwie, ich meine, wenn ich den schüttel, ich schüttel immer, dann aktiviert er das Radio. Ich weiß nicht, ob das ein neues Feature von Rockstar Games hier ist, aber ich denke eher nicht. Von daher ist das schon ein bisschen gerade doof. Wäre halt irgendwie ein bisschen schwach, wenn ich mir jetzt meinen Controller kaufen müsste. Aber was ich halt sagen wollte wegen der Indie-Ecke, und zwar, ich will es halt hauptsächlich einfach, warum öffnet sich dann hier alles mein Handy? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich fühle es halt auch nicht mehr so ganz neu, werde ich andecken. Und der ist auch schon etwas alt. Ich meine, der sieht, wie alt ist der denn jetzt, der Controller? Sagt mal, 5 Jahre? Kann eventuell sein, 5 Jahre, ja. Und warte ich noch auf das Thema zurückzuspringen, da in die Ecke. Und zwar, es gibt, kann ja Spiele sein, die sind richtig geil. Die werde ich natürlich auch spielen, aber es gibt auch in dieser Ecke sein, die dort natürlich auch voll der Griff ins Klo sind hier. Und dann ist es halt eine Qual, die dann auch zu spielen. Von daher werde ich dann einfach mal so dabei belassen, dass ich das dann einfach spontan entscheiden werde. Ich muss jetzt mal gucken, wo ich hier jetzt einen Landeplatz finde. Überhaupt hier beim Flugplatz eigentlich schon, oder? Man fängt dann ja hier an. Beim Hangar, ne? Da fängt man an und dann fliegt man halt so ein bisschen, weil wir sind jetzt hier wieder dabei, die Messerflüge zu machen. Von daher, ich schüttel nochmal meinen Controller. Das öffnet sich schon wieder das Handy. Ja, da scheint es wohl irgendwie. Ja. Du Scheiße, was war der? Macht der denn jetzt da? Das war doch. Oh, ja, ich muss erstmal wieder hier komplett reinkommen. Das ist echt ein bisschen kacke, dass sich der alles öffnet. Weil ich, stellt euch vor, ich mache hier irgendwie, muss so reflexartig schnell Kreis drücken. Und dann öffne ich erstmal das Handy und dann muss ich erstmal das Handy wieder wegstecken. Bin ich hier gelandet. Aber warum habe ich denn meinen Helikopter nicht mehr unter Kontrolle bekommen? Das war ja auch irgendwie doof. Oh, das ist Polizei. Ein Taxi. Ein Taxi ist egal. Ist mir egal. Ist mir egal. Ich mache jetzt auch hier eine Session. Das bedeutet, ich werde jetzt hier mehrere Parts machen. Nicht nur einen. Gleich mit. Och, das ist doch nicht zu fassen. Ja.
Ja, zeigt mir halt einen Stinkefinger. Ist mir egal, ist mir egal. Wie gesagt, erstmal wieder so ein Gefühl für entwickeln. Das ist ja brutal auf einmal. Aber wie gesagt, das ist halt doof. Aber jetzt leider nicht änderbar. Sehr gut. Das alles. Mal zurückgucken. Es ist komplett ein anderes Spielgefühl irgendwie mit dem. Ich bin mir jetzt so ganz bewusst, ob ich vielleicht meinen PlayStation 4 Controller hierfür benutzen kann, weil ich spiele noch auf der PlayStation 3. Weil ich einfach nicht gerade so relevant fand, mir das für die PlayStation 4 nochmal zu holen, weil ich ja schon für die PlayStation 3 habe und dann alles nochmal wieder so zu spielen, muss nicht unbedingt sein, finde ich, für mich. Von daher, mal gucken, wie ich überhaupt hier reinkomme, weil wie gesagt, Leute, ich weiß echt gar nicht mehr. Jetzt steige ich aus und hab hier wieder irgendwelche Waffendings. Das ist voll am Rumbacken hier. Was soll denn die Scheiße? Kann ich hier rein? Deine Bruder. Ja, sobald er halt irgendwie vibriert, ne? Spackt der hier voll rum, der Controller. Doof. Einfach nur richtig doof. Alter, das Ding ist explodiert. Und ich komme nicht mehr raus. Doch, ich komme raus. Was ist denn hier los, Mann, im ersten Part? Alter, das ist immer verdammt. Guckt euch das mal an. Ich komme hier echt nicht mehr weg, ne? Muss ich halt hinlaufen. Alter, ich guck mir das erst nochmal an, Leute. Alter, das hat's ja voll zerlegt. Mann, die Flügel fehlen. Das Ding ist unten aufgeplatzt. Alter. Holy foly. Also legt euch nicht mit mir an, Freunde. Ach du Scheiße, hat's das zerfetzt. Hier überall die Bremsspuren. Ich dachte halt wirklich, ich schaff das, ne? Dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass ich es nicht mehr schaffe. Und dann war es halt auch leider schon zu spät. Oh, da fällt mir ein, ich muss hier noch die Karte aufmachen, damit ich weiß, wo ich überhaupt hin muss. Sonst bin ich ja total verwirrt. So. Strichstärke voll. Und ab geht der Peter. Ich das hier auch nochmal auf. So. Irgendwie gerade ein bisschen doof, weil ich habe nicht so meine Zeit. Ach wohl, ich mache hier eine Session, dann kann ich das halt einfach mal so dann. So, Freunde, dann schauen wir mal. Ach, das Messerflügel, das. Da werde ich da auch schon wieder grün vor Ärgernis. Das kann ich euch ja jetzt schon sagen. Grün vor Aggression. Oh Mann. Da hinten ist mein Hangar mit dem Tor. Soll ich mir meinen Controller schütteln? Hey, jetzt macht er nichts. Ich bin begeistert. Vielleicht muss ich mich auch erst mit dem einspielen.
Aber wie gesagt, wenn es halt nicht besser wird, probiere ich mal mit dem PlayStation 4 Controller aus, weil ich habe mal gehört. Was heißt, ich habe mal gehört? Ich habe gehört, dass es auch damit gehen soll. Dass man mit dem DualShock 4 auch DualShock 3 kompatible Spiele spielen kann. Also soll das eigentlich kein Problem darstellen. Deswegen. Was ist denn hier am Start? Ich will es jetzt halt gerne mal wissen, wenn ich jetzt hier schnell speichern mache. Mach ich mal 2, ne? Dann nehme ich mal 2. Ob ich dann da immer wieder hinkomme. Stuntflugzeug. Kai Frach, nehmen wir mit. Besten Dank. Wir fangen mal bei 1 an. Das wäre... da. Laut meinen Berechnungen. Ob ich es echt noch hier kann. Tempo nehmen und jetzt hoch die Kiste. Ja. Und das ist dann schnell wenden. L1, R1. Stick drehen und dann muss ich dann ja irgendwie dann hier mitlenken. Ja, genau, irgendwie so was war's. Irgendwie so ging's. Osten. Somewhere Nordosten. Da darf ich nämlich bestimmt auch durch. Was macht der denn jetzt? Warum springt er denn jetzt ab? Hey, das kannst du hier vergessen mit dem Controller. Ich tu mal hier erzählen, das ist ja schlimm. Das ist ja brutal schlimm. Springt er einfach ab? Weil die Turbulenzen kamen, da hat er vibriert und dann... Ach komm ey, das ist doch kacke. Moment Freunde, ich mache hier mal einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Tschaußen. So Freunde, da bin ich wieder mit dem PlayStation 4 Controller. Schüttel ich mal. Gut, der geht noch. Das ist ja echt abfuckend, dass der nicht... Ja, da fällt mir echt nichts dazu ein. Dass der da echt nicht mehr funktioniert, das ist doch scheiße. Naja. Wo kann ich denn jetzt hier nochmal Spielladen machen? Hier, gell. Bei 2 hatte ich das gehabt, aber es war automatisch sprechen, deswegen ist es bestimmt das hier, hä? Das da. Nee, das da. So, gucken wir mal, ob ich jetzt da jetzt wieder spawne. Wenn nicht, hab ich halt verkackt. Ach. Naja, dann kann ich ihn fortschmeißen. Ja, der ist auch schon alt. Der ist ja auch schon wirklich alt. Schade. Ja, die Steuertasten sind schon total. Hört man auch, wie viel Spielraum die haben und sowas. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber weil ich habe da echt kein Gefühl mehr für. Ah, die haben hier... Das ist ja mal... Obwohl die Symboltasten, die fühlen sich halt noch so... Die fühlen sich noch ziemlich gut an. Gut. Okay, wir spawnen hier. Das ist optimal zu wissen. Das ist perfekt zu wissen sogar. Das Mirko ein bisschen höher machen. Na komm, passt so. Passt so. Passt so. Und dann ab der Fisch. Zu. Obwohl ich muss ihn doch wirklich höher machen. Das ist mir zu weit unten am Player. So.
Optimal. So, hier war das, ne? Nach gefüllten Stunden endlich mal ein bisschen was reisen. Lass mich bitte nur auch nur drei haben. Drei fertig machen. Hauptsache irgendein Erfolgserlebnis noch hier. Monster Stunts und ich sind gehen noch, weil Autofahren kann halt jeder. Ist halt nur ein bisschen Tempo da noch ein bisschen für. Ah, hier Messerflüge fliegen. Und dann noch die Kontrolle zu behalten bei den Turbulenzen. Das ist schon mächtig, finde ich. Also gut, vielleicht gibt es Leute unter euch, die machen das hier. Die machen das zum Aufstehen. So, ach komm, jetzt machen wir erstmal die PlayStation ab und machen hier ein bisschen Messerflüge. Mal gucken. Muss ich dann fliegen. Um die Kiste los. Dann könnte ich mir dafür durchfahren. Keine Seite. Da muss ich auch lang. Ach, bin ich so ein Vollidiot. Wow, hier kommt da. Oh, ist das schwer. Mann, ist das schwer. Das schaffe ich doch nie. Messerflüch. Oh je. Da kommt einiges noch auf mich zu. Ich muss doch erstmal gucken, ob ich da überhaupt bald durchfliegen kann. So, auf ein neues Spiel laden. Ab der Fisch. Wie kann ich denn da am besten durchfliegen? Das Ding ist, du kannst ja nicht einfach anhalten dann. Das ist halt das, was ich so ein bisschen problematisch sehe. Wie zum Beispiel unter der Brücke hindurch, ne? Da konnte man ja immer noch, wenn es knapp wurde, nochmal so Tempo runternehmen und sowas. Das kannst du ja nicht. Messerflüge. Ja. Die Messerflüge. Bin ich mal gespannt. Wie lange ich dafür brauchen werde. Bestimmt auch so, keine Ahnung, 15.798 Pounds oder so. Steckt die Waffe weg. Was eigentlich das Beste? Malat, oder? Das hier ist doch das Beste. Stuntflugzeug. Das eben auch. Von eben sah nur so komplett, weil es ist doch viel kleiner, oder? Kommt mir auf jeden Fall gerade so vor. Schwupp. Weil hier ist doch, hier sind doch überall Häuser, da ist also so Strafen, kann ich nicht mehr. Das war eigentlich theoretisch ganz einfach. Aber ich finde auch schnell die Kontrolle, finde ich.
Auto holen müssen. Eins. Dann. Sehr schön, Freunde. Guck, so funktioniert das. Das ist eigentlich vom Prinzip her. Ist es doch nicht so schwer, wie man eigentlich es vermuten mag, aber es ist trotz alledem ziemlich mächtig. Das muss man halt schon sagen, finde ich. So, wo fängt das denn jetzt hier an? So eine Kurve hier irgendwo, ne? Also hier geht's irgendwie. Diese Richtung muss ich am Ball behalten. Oh, das gab nichts. Oh, schade. Das war aber auch eine Meisterleistung. Ich spiele zu schnell an. Das ist schlecht. Unglaublich, dass jetzt noch zählt. Unglaublich, dass jetzt noch gezählt hat. Ich mach mal ein halbes Zeichen hin. Mit einer anderen Farbe. So. So. Unglaublich, dass jetzt noch gezählt hat. Vielleicht soll ich jetzt mal erst wieder da so hinlatschen. Zum Hangar. Weil jetzt echt unglaublich, dass jetzt funktioniert hat. Wenn ich jetzt wieder Spielladen mache. Ich habe schon 4 abgeschlossen. Wo habe ich denn noch abgeschlossen? Als würde ich jemals so gefährlich da irgendwie rumfliegen. Ja, Brudi, ich leih mir mal kurz deinen geilen Wagen hier aus. Merci beaucoup. Richtig unklar irgendwie gerade. So. Das hat eine Polizei lang. Was ist denn mit der los? Die kennt da nix, hat die gar keinen Bock drauf. Rammt die voll den Bus. Alter, der Police. Erster Part und schon so viele merkwürdige Vorkommnisse, das ist ja echt brutal. Ach, schön. Deswegen finde ich Spielen so genial, Freunde. Man hat immer Spaß. Man findet immer irgendwie Spaß dran. Immer. Ja, erst der Controller, der bei mir den Geist aufgibt. Dann hier das Flugzeug, was komplett explodiert. Also das ist ja wirklich komplett zerstört. Totaler Schaden. Durch ein Auto. Durch ein simples Auto. Alter. Und jetzt die Polizei. Und dann noch mein Stuntflug eben durch dieses Gitterdings da durch. Leckomio. Hier ist bestimmt auch dann so ein Monster-Stunt. Aber das war jetzt halt einfach zu wenig. Herr Brudi. Alter, ich wollte ihn umfahren, keine Angst.